Ja, ich begrüße hier ganz herzlich auf der Cultiva zum ersten Kongressvortrag. Und es geht eigentlich um ein kulturell-politisches Thema. Das Weltkulturerbe der Psychonautik, weil Psychonautik ist eine alte Tradition und diese Tradition gehört erhalten und nicht kriminalisiert und verfolgt. Und deshalb will ich auf ein paar Aspekte eingehen, was die Drogenpolitik anbelangt und die Grundlage der Drogenpolitik und auf ein paar Aspekte, was die Psychonautik anbelangt, nämlich die Drogenkultur, egal ob es sich jetzt um eine hedonistische Drogengenusskultur handelt oder um eine sakrale, spirituelle, ritualisierte Form der Einnahme. Die Grundlage der heutigen Drogenpolitik ist das sogenannte Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel vom 30. März 1961. Das ist also genau ein halbes Jahrhundert her, wo diese Single Convention on Narcotic Drugs so weltweit zur Regulierung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln und psychotropen Substanzen eingeführt wurde. Und dieses Abkommen schränkt schon mal die Souveränität der Nationen ein, weil es wird im Konsens entschieden und es ist eine UN-Konvention, die wurde vor allem seinerzeit für Opium und Opiat-Derivate, für Coca und Derivate und Cannabis zusammengestellt, verabschiedet und das ist die Basis der weltweiten Drogenkontrolle. Und es ist die Basis auch von etwas ganz anderem, nämlich die Hauptfolge dieser Single Convention. Es ist die Basis der Mafia, der Drug Lords International oder wie man sie auch bezeichnet, denn dieses Regulierungssystem funktioniert nicht. So wie diejenigen, die sich das ausgedacht haben, es eigentlich funktionieren sollte. Gerade dieser Tage hat der Herr Fedotow vom United Nations Office for Drugs and Crime eine Pressemitteilung herausgegeben, dass in etwa 1,13 Billionen Euro, das sind also über 1000 Milliarden Euro im Jahr 2009 reingewaschen wurden, also Schwarzgeld, das wieder zurückgepumpt wurde in die legale Wirtschaft. Das ist mehr Geld, als was die ganzen Euro-Staaten versuchen aufzubringen, um den Euro zu retten. Es handelt sich hier also um ganz erhebliche Summen. Und deshalb hat in Berlin bei der jährlichen Tagung der Bundesdrogenbeauftragte, die heißt Mechthild Dickmanns und die sieht aus wie hier auf diesem 500-Euro-Schein und zu ihrer Tagung haben ein paar Leute sich als Druglords verkleidet, Champagner getrunken, dicke Zigarren geraucht und diese neue Euro-Scheine an die Teilnehmer dieser Veranstaltung verteilt, um alle darauf aufmerksam zu machen, dass der Haupteffekt von dieser Single Convention ein weltweit agierendes System von Schwarzmarktproduktion, Schwarzmarktschmugglern, Schwarzmarkthändlern, das heißt, der Drogenmarkt läuft außerhalb
der normalen Kontrolle des üblichen Geschäftsverkehrs. Und da Drogen etwas mit Wahrnehmungsveränderung und Bewusstseinsveränderung zu tun haben, heißt das nichts anderes als die Beeinflussung mit psychotropen Stoffen überlassen die Regierungen das, was sie ein kriminelles Milieu nennen. Zehn Jahre später, 1971, gab es weitere Einschränkungen. Einschränkungen weiter der nationalen Souveränität. Und es wurden auch nicht suchterregende Stoffe, nicht giftige Stoffe, wenn man so will, wie LSD, Mescalin, Psilocybin. Diese psychotropen Stoffe wurden auch dieser internationalen Kontrolle unterworfen. Diese Stoffe werden genommen, vor allem Mescalin oder Psilocybin oder auch DMT, seit alter Tradition. Da ist ein unglaubliches Wissen dahinter, egal ob in Sibirien oder Zentralamerika oder in Australien oder in Afrika oder auch hierzulande in Europa. Es ist ein altes, überliefertes Wissen. Es ist eine Kultur, die mit der Verabreichung der Drogen immer weitergegeben wurde. Und wenn man diese Kultur stoppt, wenn man das Gefühl hat, man will diese Kultur verdrängen, dann gibt es Probleme. Und diese gesetzlichen Grundlagen wurden, wenn man die Geschichte genauer betrachtet, auch nicht nur wegen Drogen eingeführt, sondern generell zur Kontrolle in der Gesellschaft. In Deutschland hat man im gleichen Jahr, wo dieses Abkommen über psychotrope Stoffe international verabschiedet wurde, ein altes Gesetz, das hieß Opiumgesetz, das war ein Gesetz zur Regulierung des Verkehrs mit Opiaten und mit Kokain. Das sind Medikamente und die wurden gebraucht, vor allem, weil es gab viele Kriegsversehrte, die hatten Schmerzen und es musste dafür gesorgt werden, dass die ihre Medikamente kriegen. Und deshalb wurde ein Gesetz zum Verkehr mit Betäubungsmitteln eingeführt. Und dieses hat man dann als Betäubungsmittelgesetz am 24. Dezember 1971, also praktisch als Weihnachtsgeschenk für die Kiffer, am 25. Dezember ist es dann in Kraft getreten. Da hat man dann die Höchststrafe von 3 auf 10 Jahren erhöht und 10 Jahre später, 1981, dann auf 15 Jahre. Entschuldigung, da haben sich dann die Bundestagsabgeordneten an den Händen genommen und Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen, oder? Ja, so ungefähr. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, dann wird man einiges Merkwürdiges feststellen. Ein Betäubungsmittelgesetz ist ein Gesetz, das soll den Verkehr mit Betäubungsmitteln regulieren. Doch Betäubungsmittel, der Fachmann sagt Anästhetikum, der Betäubungsmittelarzt, der die Narkose einleitet, das ist der Anästhesist. Und ein Betäubungsmittel nimmt man ein, um nicht zu empfinden, nicht wahrzunehmen, zum Beispiel während einer Operation. Ein Anästhetikum, das ist die Negation von einem Ästhetikum. Das ist das Gegenteil von Ästhetik, weil Ästhetik ist das, was man feinfühlig spürt, sinnlich wahrnimmt. Und wenn ich zum Beispiel LSD nehme, dann steigert das meine Erlebnisintensität. Das erhöht meine Feinfühligkeit, das erhöht meine Empfindsamkeit. Also das LSD ist ein Ästhetikum und kein Anästhetikum.
Also LSD zum Beispiel bewirkt genau das Gegenteil von dem, was im Titel des Gesetzes steht. Und dann ist es natürlich schwer vermittelbar, jemand zu erklären, warum so ein Stoff in einem Gesetz steht, das heißt Betäubungsmittelgesetz. Nun wird sich mancher denken, naja, uns in Österreich interessiert das nicht. Wir haben ja kein Betäubungsmittelgesetz hier, sondern ein Suchtmittelgesetz. Suchtmittelgesetz, der Name, der ist noch viel absurder. Früher hieß das noch Suchtgiftgesetz und 1998 hat man sich dann hier in Wien entschieden und hat das in Suchtmittelgesetz umgetauft. Wenn man sich mal die klaren Begrifflichkeiten vor Augen führt, dann merkt man, dieser Name ist eigentlich krass daneben. Ein Stoff oder eine Substanz, das ist eine zweckfreie Aussage über etwas. Ein Stoff oder eine Substanz ist weder gut noch böse, noch schwer noch leicht, sondern es ist einfach, man sagt, es ist ein Stoff. Und wenn ein bestimmter Stoff, egal ob eine positive oder eine negative Wirkung nach seiner Einnahme hat, dann spricht man von einem Wirkstoff. Ein Arzneistoff, der hat eigentlich die Zweckbestimmung, dass er zum Beispiel heilen soll. Mit einem Wirkstoff gegen Kopfschmerzen, das wird ein Arzneistoff. Und wenn man das dann vermarktet sozusagen und sagt, das Arzneimittel ist gut gegen Kopfschmerzen, dann spricht man von einem Heilmittel. Das heißt, wenn ich aus einem Stoff eine bestimmte Zweckbestimmung zuführe, dann wird der Stoff zum Mittel. Also Mittel ist im Grunde genommen die soziale oder individuelle Interpretation, was ich mit einem Stoff machen will. Nehme ich den gegen Kopfschmerzen ein, dann wird das Arzneimittel zum Heilmittel. Und wenn ich jetzt sage, ein Suchtmittel, dann ist die Frage gegeben, wer nimmt eigentlich einen Stoff ein, um süchtig zu werden? Das ist absurd, das macht keiner. Drum ist Suchtmittel einfach nur ein krass daneben liegendes Unwort. Die Leute haben sich auch nichts gedacht, als sie ein Suchtgiftgesetz in ein Suchtmittelgesetz umgetauft haben. Und hieran sieht man schon, die Leute, die diese Gesetze machen, die wissen eigentlich gar nicht, worum es geht. Vielleicht wissen sie ganz genau, worum es geht, und sie setzen die Sprache ein, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Ja, das ist richtig. Die Befürworter von Atomkraft, die sprechen von Kernkraftwerken und die Gegner sprechen von Atomkraftwerken. Aber letztendlich stimmt das schon, es wird sprachlich manipuliert. Wir haben hier Daten aus Deutschland und zwar sind das die Zahlen, wie viel Verstöße gegen das Opiumgesetz, und zwar die Tatverdächtigen, man so findet. Da, wo der kleine Pfeil ist, wir haben hier in den 60er Jahren bis 1966 immer weniger als 1000 Fälle. Auch im Dritten Reich gab es pro Jahr immer deutlich weniger als 2000 Fälle, in den meisten Jahren unter 1000 Fälle im ganzen Reich bezüglich Personen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, wegen Verstoß gegen das Opiumgesetz. Und dann auf einmal, 1967, waren es über 1000
und stieg dann sehr schnell an, 71, 72, da waren es auf einmal schon über 20.000 und dann stieg es an. Und nun fragt man sich, was war los 1967, dass man in Deutschland anfing, so ein Gesetz auf einmal anzuwenden. 72, 71, zu Weihnachten 71, 72 hat man ja das Betäubungsmittelgesetz eingeführt. Doch die Jahre davor, das waren die Jahre der Propaganda. Und da muss man einfach mal geschichtlich ein wenig zurückblenden. Deutschland wurde verändert durch eine politische Demonstration und Ereignisse dabei am 2. Juni 1967 in West-Berlin, als ein Polizeiobermeister, er war der beste Schütze der West-Berliner Polizei und wie man erst seit kurzem weiß, auch ein Stasi-Agent, und der hat in der Krumme Straße den Benno ohne Sorg bei einer Anti-Schar-Demo einfach erschossen. Das war der Anfang von einer Radikalisierung der Studentenbewegung. Die Studenten haben demonstriert damals, weil unter den Talaren, da war der Mief von 1000 Jahren und es sollte gegen diese althergebrachte Tradition, die noch sehr durchsetzt war vom Denken aus der Zeit des Dritten Reiches, ein Umschwung stattfinden. Es war auch die Zeit, wo es auf einmal Hippies gab und es war eine Zeit, wo das Land richtig Umbrüche erlebt. Man redet heute auch oft von der 68er Generation, aber eigentlich in Berlin fing das 67 an. Es gab auch in Berlin neben den reinen politischen Studentenbünden auch eine Gruppe, die nannten sich der Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen. Und der Georg von Rauch war einer dieser Aktiven und er lebte in einer Wohngemeinschaft unter anderem mit Otto Schily, der war der Hauptmieter da, später Innenminister in Deutschland, und auch Michael Baumann, genannt Bommi Baumann, der unter anderem ein bekanntes Buch gemacht hat, Wie alles anfing. Und die umherschweifenden Haschrebellen, die waren sozusagen für die bürgerliche Gesellschaft der Teufel. Sie waren die Promoter der Rauschgiftwelle, die die abendländische Kultur bedrohte. Die Boulevardmedien waren voll mit hetzerischen Artikeln und die Bevölkerung wurde mit allen Regeln der propagandistischen Kunst gegen Drogenkonsumenten aufgewiegelt. Und am 4. Dezember 1971, also ziemlich genau 3 Wochen, bevor das Betäubungsmittelgesetz in Deutschland dann eingeführt wurde, wurde er in Berlin in der Eisenacher Straße im Rahmen einer Fahndung abgeknallt, erschossen von einem Zivilfahnder. Die genaue Todesursache ist klar, Schuss, Tod durch Schuss, aber obwohl ja ein Schusswechsel stattgefunden hat oder nicht, die Angaben sind außerordentlich widersprüchlich. Georg von Rauch ist sozusagen das erste Opfer, das mit seinem Leben bezahlt hat für die Drogenprohibition in Deutschland, respektive in Berlin.
Auch ein Thomas Weißbecker, er gehörte zur Bewegung 2. Juni, so hieß dann der Sozialistische Studentenbund, eine Abspaltung davon, an Erinnerung an Benno Ohnesorg, Bewegung 2. Juni, auch Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen. Und vor Gericht geschah etwas, das hat die Berliner Justiz völlig blamiert. Am 9. Juli 1971 vom Kriminalgericht in Moabit. Die Anwälte waren Hans-Christian Ströbele, sitzt heute noch für die Grünen im Bundestag, wird von vielen als das Gewissen der Nation im Bundestag bezeichnet, und Otto Schily. Und vor Gericht haben Georg und Tommy ihre Plätze vertauscht und Georg trug die Brille von Tommy und das Gericht merkte das nicht. Gegen Georg, der war in U-Haft, und Tommy und auch Bommi Baumann, die waren als Zeuge geladen. Und als die Zeugen vernommen wurden, dann konnten die den Gerichtssaal verlassen. Und als sie später dann den Georg wieder in die Zelle schließen wollten, dann hat er sich ausgewiesen, hat gesagt, er sei gar nicht der Georg, er sei der Tommy. Da mussten sie den auch laufen lassen. Das heißt, er ist praktisch im Gerichtssaal einfach durch einen kleinen Trick der Justiz entkommen. Und da waren die natürlich stinkesauer. Und es hat also dann noch ein gutes Jahr gedauert. Und das musste dann auch Thomas Weißbecker mit seinem Leben bezahlen. Imputativnotwehr wurde er bei einem Festnahmeversuch in Augsburg von der Polizei erschossen. Man sieht also, bei der Einführung des Betäubungsmittelgesetzes sind die Behörden sehr hart gegen Leute vorgegangen, die anderer Meinung waren. Hier haben wir dann in den folgenden Jahren die Zahl jeweils die Tatverdächtigen wegen Verstoß gegen Betäubungsmittel. Und man sieht, bei der 8, da kam Otto Schily als Innenminister. Und in den Jahren danach, 2000 bis 2004, da stieg die Zahl der Betäubungsmittelfälle in Deutschland ganz kräftig an. Also in dessen Wohnung, wo, wir sehen es hier auch nochmal etwas anders differenziert, nämlich hier unten nur die Cannabisfälle und hier oben alle Betäubungsmitteldelikte. In Schilys Zeiten stieg die Kurve richtig steil an und dann kam Schäuble, CDU, und man sieht, die Zahlen gehen wieder zurück. Also so repressiv, so ein Förderer der Repression in Deutschland wie Otto Schily hat es kaum zuvor in Deutschland gegeben, außer in den Zeiten so 67 bis 72. Also genau bei dem, wo einmal in der Wohnung die umherschweifenden Haschrebellen tagten, ist dann ein Minister hervorgegangen, der richtig, wie man kann sagen, gegenteilig gewirkt hat von dem, was er einst propagierte. Wie? Also jung war, hat dann erst Grün gewählt und dann hat er SPD gewählt. Franz Josef Strauß von der CDU hat über den Schily mal gesagt, ja, mit gewissen Politikern ist das so wie mit den Tomaten. Wenn sie jung sind, dann seien sie grün. Und wenn sie reifer werden, dann werden sie rot. Und wenn sie dann alt werden und vergammeln, dann werden sie braun. Hier haben wir auch nochmal eine interessante Statistik.
Das ist auch hier 66, 67. Und zwar die untere Kurve zeigt die Prozente an derjenigen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder früher noch Opiumgesetz, die unter 18 Jahre alt waren, und die rote Kurve all derer, die unter 21 Jahre alt waren. Und dann sieht man, bei der Einführung des Betäubungsmittelgesetzes, praktisch zur Beflügelung der politischen Debatte, stieg der Anteil der unter 18-Jährigen von unter 5% auf etwa 30% und der unter 21-Jährigen von unter 10% auf etwa 70%. Also man hat sich auf Schüler und junge Studenten gestürzt. Das Gesetz wurde eingeführt, um eine politische Bewegung, um eine Jugend zu kontrollieren. Und da hat man repressiv eingesetzt. Und dann, als das Gesetz durchgeboxt war, dann sanken die Zahlen wieder. Man sieht dann hier, in den 90er Jahren stieg es wieder an. Das ist vor allem, als Techno Mainstream wurde und um Festivals herum dann die Polizei sowie die Römer lauter Zelte aufstellte und alle Leute von Kopf bis Fuß kontrollierte. Und drum gab es hier wieder, weil viele Jugendlichen an Festivals gehen und deswegen steigen hier die Kurven. Hätten die ihre Zelte vor der Börse und vor den Cocktail-Lounges irgendwie in Bankenviertel aufgestellt, dann hätten sie vermutlich wesentlich mehr Ältere festgestellt. Hans, wenn du auf diese Kurven der Drogenfälle mal ein Overlay drauflegst mit den Wahlperioden, ich kann mir vorstellen, dass das signifikant auffällt. Ja, also es ist erstaunlich. Also man kann nicht sagen, die einen Parteien sind viel schlimmer als die anderen. Erstaunlich ist, dass also unter Rot-Grün genau das Gegenteil passiert ist, was sie vor der Wahl versprochen haben. Da hieß es, wir versprechen grüne Landschaften. Und dann ist also innerhalb von 5 Jahren die Repression gegenüber Kiffer um über 30% gestiegen und nicht etwa gefallen. Und CDU gilt ja immer als der Böse in Sachen Drogen und in der Propaganda mag das ja auch stimmen, aber wenn wir hier nochmal zurückschauen, hier war dann die Große Koalition ab 2005 und von 2005 bis 2010 ist es immerhin um knapp 18-20% zurückgegangen. Also sagen wir, die allgemeine Meinung, dass wenn man die oder die Partei wählt, dass man dann sicher sein kann, dass es auch so wird, das ist also gut zu hinterfragen. Und man muss eigentlich immer schauen, wer ist in der Politik, gerade in der Opposition. Die sind meistens sehr viel liberaler als die, die an der Regierung sind. Und die muss man connecten, um im Parlament die bösen Fragen stellen zu lassen. Die Frage ist natürlich, wieso passiert das Ganze? Und was ist eigentlich schiefgelaufen? Die Hauptfehlannahme bei der UNO, bei den Vereinten Nationen, die Single Convention und die Konvention über psychotrope Substanzen eingeführt haben, die sind von der Annahme ausgegangen, dass Konsumenten von Drogen und allgemein von psychotrop wirkenden Substanzen per se krank sind, dass sie willensschwach sind oder gar kriminell. Dass es da einen kulturellen Aspekt gibt, darüber haben die nicht nachgedacht oder haben das völlig verdrängt. Nun zeigt sich aber, wenn ich mich so umschaue, auf Partys, da
Da treffe ich jede Menge Leute, die seit Jahren, seit Jahrzehnten die unterschiedlichsten Substanzen nehmen und die machen mir einen sehr gesunden Eindruck. Die können Wochenende lang feiern und tanzen. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass sie krank sind. Sicher gibt es Menschen, die Drogen nehmen und krank sind. Und für die Menschen ist es auch richtig, dass die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel Programme auflegt. Aber dass man alles, was mit Drogen zu tun hat, der Weltgesundheitsorganisation unterstellt, das ist eine Fehlentscheidung. Die Weltdrogenpolitik, die UNO-Drogenpolitik, so wie eine Weltregierung, die wird von der Weltgesundheitsorganisation praktisch koordiniert. Und da gibt es so verschiedene Büros, das CND, das UNODC und der INCB, die sitzen alle hier in Wien und die sind so für die Einzelheiten zuständig. Eine Frage, ist es richtig wahr, dass die Weltorganisation die Chefin von den drei ist, die richtig direkte hierarchische eine Kontrolle von Gesundheitsorganisation auf UNDCB und so weiter? Ja, das ist absolut hierarchisch und an den Kongressen oder Jahrestagungen, die immer im März hier stattfindet, zeigt sich sehr deutlich, es ist auch undemokratisch. Es sind also NGOs, die Protokolle der Sitzungen veröffentlichen. Sie offiziell werden nur gewisse Ergebnisse und Empfehlungen oder Beschlüsse, die in Konsens, also einstimmig fallen müssen. Demokratische Abstimmungen gibt es da praktisch nicht. Man weiß von der Weltgesundheitsorganisation, die hält Studien zurück, sei es über Kokain, sei es über Cannabis, und sie manipuliert auch die öffentliche Meinung in einer ganz bestimmten Richtung. Nun weiß man, die Weltgesundheitsorganisation, die arbeitet mit vielen Lobbyisten zusammen aus der Pharmaindustrie. Die haben Geld, die haben Interessen, die wollen synthetisches THC verkaufen, da kann man gut dran verdienen. Wenn die Leute das auf dem Balkon züchten, dann ist das nicht gut für die Aktionäre. Und vor allem, die wollen auch den ganzen Markt kontrollieren. Denn wenn der Pharmakonzern sagen kann, für die Situation gibt es die Pille, für die Situation gibt es die Pille, dann kann man den Gemütszustand von Leuten viel besser kontrollieren und natürlich daran verdienen. Also besteht ein Interesse seitens der Pharmabranche, genauso wie seitens der Mafia, sind also ein bisschen anders gelagert, aber doch ähnliche Interessen. Es geht ums Geld. Während Leute, die selber anbauen, die selber züchten, die selber feiern und Partys organisieren können und nicht nur konsumieren können, an denen kann man halt weniger verdienen. Die sogenannte Suchtstoffkommission, die Commission on Narcotic Drugs, der CND, das ist die oberste von der Weltgesundheitsorganisation Behörde sozusagen zur Koordinierung des Weltdrogenhandels. Und die haben sich bis zum Jahr 2008 geweigert, überhaupt die Menschenrechte in ihren Statuten aufzunehmen. Das heißt, bis dahin spielte es keine Rolle und es gab auch keine negative Bemerkungen seitens von Regierungen, wenn ein Staat dagegen verstoßen hat. Man denke zum Beispiel nur an Thailand, wo also so in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende Tausende von Leuten einfach von der Polizei abgeknallt wurden, auf den Verdacht hin, sie seien Drogenhändler. Da sind Leute erschossen worden, weil sie so fröhlich lachten. Und nachher stellte man fest, ja, die haben ihren Lottogewinn gerade abgeholt. Hat nichts zu tun mit Drogen, aber weil man fröhlich lachte, das mussten irgendwie Drogenkonsumenten oder Drogenhändler sein, also bum bum. Aber da gab es keine
große Aufregung, auch hier in Europa bei den Regierungen. Da wurde das Land nicht abgemahnt. Da sprach man nicht über Menschenrechtsverletzungen, sondern wenn es um Drogen geht, da scheinen die irgendwie akzeptiert zu werden. Dann gibt es das United Nations Office on Drugs and Crime, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Schon der Name ist eine Frechheit. Drogengebraucher sind per se nicht kriminell. Ich kenne viele Leute, die kiffen, die nehmen LSD, die nehmen Zauberpilze, die ziehen sich eine Nase, die gehen feiern und trotzdem weiß ich genau, wenn die neben meiner Tasche sitzen, da muss ich nicht aufpassen. Die beklauen mich nicht. Das sind vertrauenswürdige, anständige Leute. Bei den Polizisten, da weiß man das nicht. Da kann sein, dass er ehrlich ist, kann sein, dass er nicht ehrlich ist. Und das gilt eigentlich für alle Gesellschaftsschichten. Aber generell zu sagen, Leute, die Drogen konsumieren, die müssen vom gleichen Büro betreut werden, sozusagen wie Leute, die organisierte Kriminalität betreiben, das ist eine ganz üble Unterstellung. Da werden Psychonautiker unter einen Generalverdacht gestellt. Das ist ganz klar ein Fall von Diskriminierung. Man kann doch nicht sagen, Schamanen in Südamerika, die eine jahrtausendalte Tradition pflegen, die müssen von einem Büro betreut werden, die für Kriminelle zuständig ist. Das ist beleidigend, das ist ehrverletzend. Ja, früher gehörte ja die Sexualkunde auch zum Arzt in der Schule. Ja, das ist also, dass Sexualkunde etwas auch mit Medizin zu tun hat. Das ist noch verständlich. Aber nicht mit Krankheiten. Nee, nicht mit Krankheiten. Und Ärzte sollen Krankheiten heilen. Ja, sie sollen aber auch, sagen wir Ärzte, für die Gesundheit da sein. Also ein Arzt kann auch Ratschläge geben, dass man nicht krank wird, wenn es ein guter Arzt ist. Dann gibt es auch den sogenannten Suchtstoffkontrollrat, International Narcotic Control Board. Der macht jedes Jahr einen fetten Bericht und berichtet über den legalen Drogenmarkt, wie viel die Länder brauchen. Das macht so etwa 1-2% vom Welthandelsvolumen mit Drogen auf, also von denen, die unter psychotropen Stoffe fallen und unter Betäubungsmittel fallen, während so 95-98%, die laufen über den illegalen Markt. Doch dieser Kontrollrat, der hat sich auch zur Angewohnheit gemacht, immer rum zu kritisieren. Der nördet an allen Regierungen rum. Ich kann mich gut erinnern, als in der Schweiz die Heroinprogramme eingeführt wurden, dann gab es hier aus Wien immer eine Begleitmusik, das könne man nicht und das sei ein Verstoß gegen dies und gegen jenes und jenen Paragraph. Das heißt, sie versuchten mit allen Mitteln die Regierungen, die in ihren Ländern eine Heroinabgabe oder auch Fixerstuben einführten, zu diskreditieren. Aber die Ergebnisse waren zu positiv. Fixerstuben waren nötig, sauberes Spritzbesteck war nötig, um AIDS zu bekämpfen. Also AIDS hat schon in der Drogenpolitik was bewirkt. Also, dass es heute, sagen wir, Schadensminderungsmaßnahmen in dem Ausmaß gibt, wie es sie gibt, zumindest in vielen Ländern, ist eine Folge von AIDS. Weil da hat die bürgerliche Gesellschaft gemerkt, oh, die Prostituierte, die ihr Heroin kaufen will und deswegen sich prostituiert, ist eine Gefahr für mich als Banker, für mich als Geschäftsmann. Da muss man was tun. Das heißt, sobald es einen selber treffen kann, dann macht auch die sogenannte Schickimicki High Society eine Änderung.
Aber solange es nur andere betrifft und man das Gefühl hat, es trifft einen selber nicht, da scheint es eher egal zu sein. Man sieht das an Kleinigkeiten. Hier, wenn es darum geht, zum Beispiel Hepatitis C zu verhindern, dass die sich ausbreitet. Deswegen verteilen wir in Clubs Schnupfröhrchen. Jedem sein eigenes Schnupfröhrchen. Denn es gibt Leute, die machen 10 oder 20 Jahre Safer Sex, aber weil es schnell gehen muss, rollt man einen 100-Euro-Schein, zieht dann in der Cocktailbar auf dem Klo eine Nase. Der erste Kokainist hat einen Furunkel in der Nase, einen Blutstropfen am 100-Euro-Schein. Der nächste hat auch irgendwie eine kleine Verletzung in der Nase, Flüssigkeitsübertragung, Tröpfcheninfektion und schon hat man eine Hepatitis C und die 10, 20 Jahre Safer Sex waren für umme. Also mit Kleinigkeiten kann man Schadensminderung betreiben. Aber ich habe noch nie gelesen, dass der INCB den Regierungen empfiehlt, mach das, mach das, mach das, mach das. Sondern meistens wird erst jahrelang rumgenörgelt und dann irgendwann, wenn zu viele Studien gute Effekte zeigen, dann wird es toleriert. Bestimmte Drogen sind legal, andere sind illegal. Das ist rein willkürlich. David Nutt, der frühere oberste Berater der britischen Regierung, er wurde gekündigt, weil er sagte, was der Wissenschaft entspricht und nicht das, was die Regierung wollte, respektive die Regierung machte nicht, was die Wissenschaftler für gut hielten, sondern das, was sie fundamentalistisch aus ihren Überlegungen für richtig hielten. Die gefährlichste Droge nach David Nutt ist der Alkohol, während Cannabis irgendwo im Mittelfeld liegt. Cannabis kriegt 20 Gefährlichkeitspunkte von 0 bis 100 möglichen, der Alkohol 72. Der hat auch schon 3 Jahre vorher, 2007, eine ähnliche Studie rausgegeben. Da haben die Medien alle getan, als wäre das völlig neu. Taten so, als wäre das eine Überraschung. Aber wer sich ein bisschen erinnern kann, 1998 hat der Herr Rock im Auftrag der französischen Regierung eine Studie gemacht und ist genau zu solchen Ergebnissen gekommen. Heroin und Alkohol sind viel gefährlicher als Cannabis. Auch damals haben die Medien so getan, als wäre das völlig neu. Taten überrascht. Aber man weiß das aus verschiedensten Untersuchungen bereits seit 1890 und so viel. 1898 kam der große indische Cannabis-Report raus. Die standen nicht im Verdacht, Cannabis jetzt legalisieren zu wollen oder das Verbot verhindern zu wollen, sondern die haben ganz klar festgestellt, in Indien, egal ob oral eingenommen oder geraucht, weder die Einheimischen untereinander noch mit den Kolonialherren gab es größeren Ärger wegen den Kiffern. Aber wegen Saufen gab es Ärger. Also wenn man eine rationale Drogenpolitik machen will, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, Stoffe wie Cannabis zu verbieten im Vergleich zu Alkohol, aber das völlig unkontrolliert in jedem Supermarkt zu verkaufen. Und ganz gefährliche Stoffe, wo immer also Teufelsdroge in der Boulevardpresse stehen, nicht LSD, findet man hier ganz hinten am drittletzten Platz oder Zauberpilzen, hier ganz hinten. Also die Gefahr, sowohl für das Individuum wie für die Gesellschaft, wenn man Zauberpilze oder LSD nimmt, sind eigentlich viel geringer, wie wenn man saufen geht. Entschuldigung, ganz kurz. Es geht Slide davor, steht relative Gefährlichkeit oder sowas.
Da sind verschiedene Parameter einbezogen worden. Also die relative Gefährlichkeit wird die Frage, was für Parameter da drin sind. Es wurden sowohl die Gefahren für das Individuum, also die persönliche Gesundheitsgefahren, psychischer wie physischer Natur, und es wurden die Gefahren für die Gesellschaft. Nicht? Also ein Volltrunkener, der aggressiv ist, ist eine größere Gefahr für die Gesellschaft als, sagen wir, ein völlig verpeilter Ecstasy-Konsument, der im Sofa sitzt und noch eine Tüte zieht. So wurde also die Gefahr für die Gesellschaft mit einbezogen. Leute, die aggressiv sind, die haben natürlich ein größeres Gefährdungspotenzial für die Öffentlichkeit als Leute, die friedlich sind. Nun ist auch beim Drogengebrauch immer der kulturelle Aspekt wichtig. Drogen nehmen ist eigentlich eine Kunst wie Kochen. Nicht? Wer kochen kann, egal ob eine Suppe oder eine Soße, da tut man verschiedene Gewürze rein, vom einen ein bisschen mehr, vom anderen ein bisschen weniger. Und der Koch probiert dann noch einen Löffel, schmeckt er ab, noch ein bisschen Gewürz, bis es richtig gut schmeckt. Nimmt man von einem Gewürz zu viel, dann schmeckt die ganze Speise nicht mehr. Und so ist das auch beim Drogenmischkonsum. Wenn man mehrere Substanzen nimmt und man nimmt von einer zu viel oder vielleicht auch von einer zu wenig, dann schmeckt das Ganze nicht. Also, Drogen konsumieren, dazu braucht es Drogenkompetenz. Man muss wissen, wie die wirken. Und das führt zu Drogenmündigkeit. Das heißt, dass man entscheiden kann, von was nimmt man wie viel, so wie ein Koch, der mündig ist und weiß, von welchem Gewürz wie viel. Und Drogenmündigkeit hat etwas mit Bildung, mit Erziehung und Bildung zu tun. Das muss man lernen. Und auch Drogenkompetenz. Dann kommt noch die Wissenschaft dazu. Heute weiß man viel über Neurotransmitter und über Rezeptoren im Gehirn und kann ziemlich genau sehen, wie einzelne Drogen wirken und wann bestimmte Neurotransmitter überlastet werden, welche Kombinationen gefährlich sein, dass dann tatütata, der Weg ins Krankenhaus angesagt ist. Das heißt nicht, eine Droge ist jetzt schlecht oder gut, sondern in dem und dem Rahmen ist die Substanzkombination gut verträglich. Nimmt man von einer zu viel, dann kann es unangenehme Nebenwirkungen geben. Und die meisten Menschen nehmen ja ihre Drogen nicht alleine, sondern in Gesellschaft. Zum Beispiel auf Party. Man geht zusammen, tanzen, feiern, Ekstase erleben. Und da, wo die Leute erfahren sind, oder sagen wir da, wo die Drogen sich nicht schneller ausbreiten, also die Verbreitung nicht schneller funktioniert als die entsprechende Kultur, das Set und Setting, die Trilogie von Jim Leary, Drug, Set and Setting. Wenn die Drogen nicht schneller verbreitet werden, als die entsprechende Kultur kolportiert werden kann, dann gibt es eigentlich kaum Probleme. Aber wenn dann eine Substanz verboten wird und alle Zeitungen voll sind und jede Menge Politiker meinen, sie müssen was dazu sagen, und dann steht in der Bild-Zeitung, die Leute nehmen 14 Ecstasy oder 15, damit sie die Nacht durchtanzen können, und ein völlig ahnungsloser 16-Jähriger liest das, fährt in den Club, kauft sich 20 Pillen, frisst da gleich 10 Stück und dann wundert man sich, dass es im Krankenhaus muss. Also die Kultur und die Vermittlung der Kultur ist genauso wichtig wie das Wissen über die Wirkung der Substanz und vor allem auch die Rahmenbedingungen, in der man eine bestimmte Droge nimmt. Es gibt Situationen, da würde ich niemandem anraten, eine bestimmte Substanz zu nehmen. Und in einer anderen Situation kann man sagen, da kann sich frei entscheiden, da sehe ich keine Bedenken. Es gibt
in der UNO, eine Organisation, die für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zuständig ist. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Das ist die UNESCO. Die UNESCO ist den meisten Menschen bekannt. Sie tut was für die Bildung und vor allem, sie verwaltet Weltkulturerbe. Weltkulturerbe, da gibt es ein Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt. Und zu dem Naturerbe gehört zum Beispiel der Hanf, die Pflanzen und die Samen, Kakteen, San Pedro, Peyote oder der Kokastrauch oder Winden wie DMT oder Sporen und Myzel von Pilzen. Und gerade beim Hanf werden ja heute gute Züchtungen gemacht, damit da eben das Verhältnis von THC und CBD stimmt, damit der Turn gut ist. Das ist eine alte Tradition, das macht man ja nicht erst seit ein paar Jahren. Vielleicht hierzulande mehr als früher, aber auch schon in Indien, in diesen asiatischen Gebieten, wo er schon lange heimisch ist und eine alte Tradition besteht, die Sadhus, die ihr Charas machen, das sind alte Traditionen und die haben ihre Hanfsorten und diese Hanfsorten gehören geschützt und nicht vernichtet. Und das Gleiche gilt auch für die Kakteen oder für den Kokastrauch. Das sind Kulturpflanzen und diese Kulturpflanzen gehören erhalten. Aber es gibt auch ein Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes. Das ist die Drogenkultur, die Hanfdrogenkultur, der Sadhu mit dem Chilon, Bum Shankar, Bum Shiva. Das ist eine heilige Handlung, das ist eine heilige Glut, die da kreist. Das sind Rituale, die gehören geschützt. Oder die Riten der Psychonautik. Die Partykultur mit Tanz, Ekstase und anderen Lustbarkeiten zur Erhöhung der Lebensfreude. Das ist eine Weltkultur. Goa zum Beispiel. Ob ich in Australien oder in Japan, hierzulande, in Österreich oder in Deutschland, in der Schweiz oder in den USA oder wo auch immer auf eine Goa-Party gehe, ich werde eine ähnliche Deko, ich werde einen ähnlichen Musikstil, ich werde eine vorwiegend vegane, vegetarische Küche vorfinden. Ich werde auch ein im Allgemeinen gebildetes und erfahrenes psychonautisches Publikum vorfinden. Das ist eine Weltkultur. Und solche Kulturen gehören geschützt, weil sie sind auch ein schützender Rahmen, wo Leute mit Erfahrung andere Leuten mit weniger Erfahrung begleiten können, um Selbsterfahrungen zu sammeln. Es ist ja völlig absurd, nicht wenn man Autofahren lernt, dann gibt es eine theoretische Prüfung und eine praktische. Oder wenn man Bergsteigen geht, erst lernt man natürlich so, wie ein Haken aussieht, wie man den schlägt und wie man Abseilen tut, aber dann übt man an verschiedenen Bergen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Und das ist auch wichtig. Nicht, wenn ein Freund ein Seil präpariert, sodass ich mich dann abseilen kann, da muss ich mich auch darauf verlassen können, das hält. Da hängt mein Leben dran. Aber bei Drogen, Drogenberater, zumindest so wie es der Staat sieht, die brauchen nur theoretisches Wissen, praktische Erfahrung. Das wird nicht verlangt für diesen Beruf. Das heißt, die Leute, die beraten sollen, die kennt das nur aus der Theorie. Aber man stelle sich vor, ein Koch, der hat nur die Theorie gelernt, aber der hat noch nie eine Erdbeertorte oder eine Sachertorte genossen. Wie will er dann jemandem vermitteln, wie eine Sachertorte schmeckt, wenn er die nie gegessen hat? Wie will er die Kuchenkultur weitergeben können? Das ist schlicht nicht möglich. Und deswegen
Sollte der Staat keine Sonderkommission bei der Polizei oder beim Landeskriminalamt einrichten, Goa oder ähnliches, sondern vielleicht im Kultusministerium eine Stiftung für Rausch und Ekstase, damit man sich da einüben kann. Das muss gelehrt sein. Das Wissen muss transportiert sein. Denn nur so ist Schadensminderung möglich. Und das ist ja der Sinn und Zweck, wenn man Drogenaufklärung betreibt, dass man Schadensminderung und Genussoptimierung erzielt. Denn das ist ja das Schöne an unserem Leben. Wir können genießen. Das ist ein Spruch, der war in Amsterdam an einer Brücke. Da muss ich jedes Mal lachen, wenn ich da vorbeiging. Make drugs, not war. Es gibt ein War on Drugs, aber jeder War, jeder Krieg führt zu wesentlich mehr Schaden als Drogen. Und darum ist es völlig unlogisch, einen Krieg gegen Drogen zu machen, weil Kriege verursachen Schaden. Die Alternative heißt Förderung von Kultur. Das Gegenteil von Drogenabhängigkeit, die Gesetze werden ja gemacht, um Drogenabhängigkeit, so steht es zumindest drin, zu minimieren. Doch das Gegenteil von Drogenabhängigkeit ist eben nicht Abstinenz, sondern Drogenautonomie. Der Begriff Autonomie ist bei vielen Menschen negativ besetzt. 1. Mai und die Autonomen und da gehen Scheiben zu Bruch. Dann steht, es entstand ein Sachschaden von 650.000 Euro. Nicht, wenn man denkt, wie gewisse Politiker und Banker Schaden anrichten. Da geht es nicht um ein paar hunderttausend Euro, sondern da geht es um 100.000 Milliarden Euro. Also die richten einen wesentlich größeren finanziellen Schaden an als alle Chaoten zusammen. Das muss man sich mal auch so vergegenwärtigen. Aber Autonomie ist prinzipiell, hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern Autonomie heißt einfach selbstbestimmt, nicht fremdbestimmt. Und diese Autonomie muss auch gelten für die Einnahme psychotroper Substanzen. Ich will selbst entscheiden, ich will für mich auch die Möglichkeit haben, das zu lernen, theoretisch und praktisch, und ich will auch legal dieses Wissen weitergeben können. Und dafür braucht es politische Änderungsansätze, damit mehr Autonomie und weniger Fremdbestimmung. Weil das ist ja das Ziel unserer Gesellschaft. Man nennt ja so die EU, stellt sich ja als Vertreter der freiheitlich-demokratischen Gesellschaften. Was heißt denn freiheitlich und demokratisch? Wenn Demokratie dazu entartet, dass eine Mehrheit wie Diktatur über eine Minderheit aus fundamentalistischen Gründen regiert, dann ist das freiheitlich nicht mehr da. Nicht die Drogen sind das Problem, sondern die Art, wie wir damit umgehen. Und da setzen wir uns sehr intensiv ein, um diese Umgangsformen politisch auch zu ändern, damit eben die Umgangsformen wieder in Einklang mit der Kultur gebracht werden können. Das haben übrigens nicht nur so ein paar Autonome und Aktivisten festgestellt, sondern auch zwei ehemalige UNO-Generalsekretäre. Also politisch gesehen, sagen wir, der UNO-Generalsekretär ist fast so was wie der weltliche Papst. Zumindest ein Katholik kann das vielleicht nachempfinden. Der Papst ist der wichtigste Mann in der katholischen Kirche und der UNO-Generalsekretär ist der wichtigste Mann so in der Weltpolitik. Der leitet die allerwichtigsten Sitzungen. Und er hat schon 1998 festgestellt, wir glauben,
dass der weltweite Krieg gegen Drogen derzeit mehr Schaden anrichtet, als der Drogenmissbrauch selbst. Eine Beobachtung, die ich auch oft mache. Auf einer illegalen Party, da feiern 1500, 2000 Leute von Freitag bis Sonntag zusammen. Und die große Menge ist auf irgendwelchen psychotrop wirkenden Substanzen, aber die werden nicht krank, die fallen nicht um. Da hat die Sanitäter nichts zu tun. Also der Schaden durch den Konsum, durch den Gebrauch, der ist, wenn man das richtig macht, sehr gering. Aber der Schaden von dem Drogenkrieg, muss man nur nach Mexiko schauen, der ist gigantisch, der ist entsetzlich. Das muss ein Ende haben. Und darum stellten die schon damals fest, die Fortsetzung unserer aktuellen Politik wird nur zu mehr Drogenmissbrauch, mehr Macht für Drogenmärkte und Kriminelle, mehr Krankheit und Leid führen. Und das ist immerhin ein UNO-Generalsekretär, der das festgestellt hat. Der muss sich in der Politik schon einigermaßen auskennen. Und auch im Juni 2011, da war es der Kofi Annan, auch ein ehemaliger UNO-Generalsekretär. Und auch die Marion Kaspers-Merk, eine frühere bundesdeutsche Drogenbeauftragte in der Global Commission zur Drogenpolitik, die globale Kommission für die Drogenpolitik. Ein Ende der Kriminalisierung, der Marginalisierung und der Stigmatisierung von Leuten, die Drogen nehmen, ohne anderen Schaden zuzufügen, das ist notwendig. Weil das Strafrecht ist ja eigentlich dafür da, damit Leute einander nicht schaden. Aber wenn jemandem, einem anderen keinen Schaden zufügt, dann gibt es auch keinen vernünftigen Grund, jemanden einzusperren, ihn seiner Freiheit zu berauben. Deswegen Drogengenusskultur. Man muss mal mit dem Wort spielen, Drogengenuss, Drogenkultur, Genusskultur, Kulturgenuss, Drogenkulturgenuss. Darum geht es. Und das gilt es zu fördern. Und die Gesetze, die das verhindern, die gilt es abzuschaffen. Dieses Jahr an der Hanfparade hatten wir als Motto: 40 Jahre sind genug, BTMG AD. Das BTMG hat viel Schaden angerichtet, hat vielen Leuten die Freiheit gekostet und wie eingangs eingeführt, in der Einführung des BTMG auch Menschenleben gekostet. Man sieht es in anderen Ländern, ob Thailand, ob Mexiko oder in Laos oder wo auch immer. Drogengesetze und der Drogenkrieg kostet Menschenleben. An den Händen der Prohibitionisten klebt das Blut vieler unschuldiger Menschen. Und deswegen, nächstes Jahr im August ist wieder in Berlin Hanfparade. Wir demonstrieren seit vielen Jahren jährlich immer für die Legalisierung von Hanf. Und wir sind auf einer langen Diskussion auf die drei Worte Freiheit, Gesundheit und Gerechtigkeit gekommen. So ein bisschen in Angedenken auch an die Französische Revolution. Nicht die Menschenrechte. Unsere Freiheiten, da gibt es immer Politikerinnen und Politiker, die sagen, das ist irgendwie christlich-abendländische Wertegemeinschaft und Kultur. Aber es waren nicht die Bischöfe, es waren nicht die Pfaffen, die die Menschenrechte eingeführt haben, sondern es waren revolutionäre Geister aus Paris, die haben im Café Prokop gesessen. Das wurde von der Polizei beobachtet, weil da wurde Kaffee getrunken. Und Kaffee, das war mal
böse. Jetzt kriegt man den in jedem Supermarkt. Hier, überall, Kaffee. Aber es gab mal Kaffeeschnüffler, auch in Berlin. Die sind rumgegangen. Da roch's nach Kaffee, da sind sie dahin, haben den beschlagnahmt, den Leuten Ärger gemacht. Nicht so wie heute gehen sie mit Drogenhunden spazieren. Da riecht's so süß. Da marschieren die dann ein, machen Hausdurchsuchung, verhaften die Leute. Früher war's mit dem Kaffee so. Und heute? Heute weiß man in Europa nicht, wie eine nüchterne Gesellschaft aussieht. Weil Kaffee ist die Hauptdroge. Schon die Kiddies. Wir als Kiddies haben noch irgendwie Muckefucke gekriegt. Aber heute in diesen Schnellrestaurants einen halben Liter Cola, wenn ein bisschen älter werden, zum Chaos Computer Club kommt oder so, dann gibt's Club Mate. Und in jedem Büro, Kaffeemaschine, noch und nöcher. Die Gesellschaft ist ständig auf Speed mit Koffein. Keine Drogenberaterin, keine Drogenbeauftragte, kein Drogenbeauftragter kann mir erklären, wie eine nüchterne Gesellschaft aussieht. Gibt es nicht. Wenn man hier rumschaut, vielleicht im Reformhaus trifft man jemand, ja, aber die trinken dann Kräutertees. Die sind dann empfindlicher für bestimmte Substanzen und nicht diesen Hammerdroge Koffein in Massen. Aber die Freiheit sollte man jedem geben, Kaffee zu trinken, so viel er mag, solange er sich damit nicht schädigt. Oder eben auch zu kiffen, so viel jemand mag, solange er sich und andere damit nicht schädigt. Warum nicht? Oder LSD schlucken oder was auch immer. Andere gehen lieber klettern oder treiben Sport. Nicht Spitzensport treiben ist auch nicht gesund. Da braucht es auch viele Ärzte. Trotzdem wird es nicht verboten. Man kann ja Medaillen kriegen. Da hört man dann die Nationalhymne im Stadion. Da lacht dann das Herz auch von konservativen Politikern. Aber diese Freiheit, die Freiheit zu entscheiden, nicht das Artikel 4 der Menschenrechtserklärung. Jeder Mensch hat die Freiheit zu haben, sein Leben so zu genießen, solange er den Genuss andere nicht beeinträchtigt. Und für dieses Menschenrecht kämpfe ich. Ich sehe das nicht ein, dass aus fundamentalistischen Gründen irgendjemand mich da bevormundet und sagt, das darfst du nicht. Und Gesundheit, auf seine Gesundheit sich zu sensibilisieren, schon den Kindern beibringen, ein Gespür zu kriegen für das, was sie essen. Nicht nur glutamatgefüllte Hamburger, sondern ein Gefühl für gute Nahrungsmittel. Denn die Lust, auf bestimmte Sachen zu essen oder zu trinken, ist die beste Navigation, dass man das Richtige kriegt. Aber das geht nur, solange die Geschmacksnerven nicht irgendwie zerschlagen wurden. Nicht die Mutter, die dem Kind sagt, das musst du jetzt essen. Aber der Fenchel ist halt für das Kind noch zu bitter, mag nicht. Das ist Vergewaltigung der Geschmacksnerven. Das ist gesundheitsschädlich. Jeder soll eine Sensibilisierung trainieren für seine Geschmacksnerven. Denn wer Geschmäcker unterscheiden kann, der kann sich besser ernähren und hat mehr für seine Gesundheit. Und wer Drogen unterscheiden kann, der kann besser genießen. Und wer genießen kann, wird weniger anfällig für eine Sucht. Denn wer genießen kann, der erlebt Befriedigung. Und wer Befriedigung hat, der will nicht gleich mehr. Und dann die Gerechtigkeit. Warum muss man akzeptieren oder verlangen Leuten, dass man akzeptiert, dass ein absolut willkürliches System weltweit Geltung hat? Das kann man nicht so akzeptieren. Und für Gerechtigkeit muss man immer wieder aufs Neue auf die Straße gehen. Die Freiheiten, die man hat, es gibt immer Leute, die wollen von anderen profitieren. Momentan sind das irgendwie so Investmentgesellschaften, die irgendwie versuchen, mit irgendwelchen Tricks aus den Leuten noch mehr rauszupressen, als bis jetzt schon der Fall ist.
So, weitere Informationen habe ich einfach so ein paar Links hier. Mit Hanf fängt natürlich vieles an. Wir sind ja hier auf einer Hanfmesse. Das Hanfjournal erscheint monatlich. Viele Berichte immer über Medizin, über Gesundheit, über Kultur. Dann die Hanfparade habe ich erwähnt. Wir demonstrieren jedes Jahr für eine vernünftige Drogenpolitik. Da gibt es in Berlin das Hanfmuseum. Da kann man auch online viel erfahren. Es ist das einzige Hanfmuseum im deutschsprachigen Raum. Außer jetzt hier auf der Messe hat man ein temporäres Hanfmuseum. Aber was man hier so im Großen sieht, da sieht man auch vieles von im Hanfmuseum und vor allem dann auch Historisches dazu, was man mit Hanf alles machen kann, wie das früher so war. Dann die Hanfplantage, das machte Tribbel, das ist so ein, ja, kann man sagen, politischer Nachrichtenblock, was so weltweit in der Drogenpolitik, in der Hanfpolitik passiert. Und nicht zu vergessen die Seiten der Haschrebellen, wo man viele historische Dokumente findet, gerade aus der Zeit, als in Deutschland das neue Betäubungsmittelgesetz eingeführt wurde. Die Daten jetzt genau von Österreich habe ich nicht. In der Schweiz hat alles so mit 2-3 Jahre Verzögerung im Vergleich zu Berlin eingesetzt. Aber die Unterschiede waren nicht groß. Und vor allem für die Leute, die lieber im Sessel sitzen und gemütlich gucken und nicht lesen, gibt es PsyTV. PsyTV, das sind Vorträge, also was ich gerade hier erzähle, wird man später auch auf PsyTV dann nachhören und nachsehen können. Und das sind Podiumsgespräche, Vorträge, Workshops, Seminare und Ähnliches findet man dort. Drogenkult.net, da habe ich auch schon drüber gesprochen, über Drogen, Genusskultur, da findet man praktische Hinweise für den nicht-medizinischen Gebrauch psychotrop wirkender Substanzen. Und dann, last but not least, Usual Red Ant, die fleißige rote Ameise, die ein oder anderen werden ihn kennen, der Steffen Geier, seit Jahren aktiv bei der Hanfparade, war auch lang beim Deutschen Hanfverband und der hat auch so eine Fernsehspot, kann man sagen, auf seiner Homepage, den Tagesrausch und viele, ja, juristische Informationen und politische Informationen zum Thema. Ja, wer die wichtigsten Fakten vor allem über die Organisation bei der Weltgesundheitsorganisation und die Unterorganisation nachlesen will, ich habe das zusammengefasst in dem Buch Psychonautik, Hedonismus und Ekstase. Online kann man die entsprechenden Kapitel auf drogenkult.net auch nachlesen. Es ist unter Artikel der unterste. Und in diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit. Und wenn noch irgendwelche Fragen sind, wir sind nämlich schon kräftig über die Zeit. Ich bin am Stand vom Nachtschattenverlag die ganzen Tage hier zu erreichen und wünsche jetzt allen noch eine schöne Kultivar.